Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben, nur ist das nur einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Die Ferienzeit naht und da liegt es doch nahe, dieses zum Thema zu machen. Reisen im Harz. Reisen im Harz ist ja nicht so einfach. Hier gibt es ein Kapitel in dem Buch, das heißt, wenn Armut sich im Whirlpool ahlt. Und da geht es um Reisen, wenn man bei Hartz IV ist. Jede Ortsabwesenheit über Nacht bedarf vorab staatlicher Genehmigung. Doch berufliche Termine sind bei Freischaffenden oft mit Reisen verbunden und kommen im Schauspielberuf meist kurzfristig daher, sodass für die obligate Antragstellung und angesichts der ausnahmslos langen Bearbeitungszeiten, vor allem für die Genehmigung, keine Zeit geblieben wäre. Und so nahm ich die Ergänzerin sich frech die Freiheit heraus, berufliche Abwesenheiten nicht zu beantragen, sondern dem sehr geehrten Herrn Fallmanager nur vorab schriftlich mitzuteilen, unter Beifügung eines offiziellen Nachweises, zum Beispiel eines Programmhefts. Dieses Vorgehen wurde erstaunlicherweise weder gerügt noch sanktioniert. Oh, ist ja nicht alles schlecht bei jedem Jobcenter. Urlaubsreisen allerdings gestalteten sich weitaus schwieriger. August 2009. München, Garmisch. Packen bei Nacht nach Hüft-OP. Sommer, Sonne, Bienensummen, Blumenwiesen, Berge, Reiselust, Seen. Hartz IV. Also war an Reisen nicht zu denken. Doch dann im August 2009 lud mich ein Freund in seine Ferienwohnung ein für eine Woche nach Garmisch. Sein Reisepartner war plötzlich erkrankt. Die Einladung kam kurzfristig. Ich zögerte. Für einen Urlaubsantrag und die etwaige Genehmigung blieb keine Zeit. Berufsbedingt war die Reise auch nicht. Andererseits konnte nicht viel passieren. Ich hatte das Handy dabei, der Fallmanager kannte die Nummer, die Mitbewohnerin achtete auf die Post. Und falls mich tatsächlich irgendwer irgendwie irgendwo orten sollte, na mei, dann wäre ich halt gerade notfallmäßig auf dem Weg in die Garmischer Klinik, wo man mir 3 Monate zuvor ein künstliches Hüftgelenk verpasst hatte. Eine Designerhüfte. Ich hatte Erholung nötig und einen Urlaub verdient. Wie ich fand, ohne Pflichten zur Rechtfertigung. Denn während ich auf dem Klinikareal Gehen übte, hatte das Mobcenter mir die Miete gekürzt, wobei die Klinikzuzahlungen von mir zu leisten waren, mittels der gekürzten Leistung. Doch, ich fand, ich hatte Erholung nötig und einen Urlaub verdient und musste mich nicht dafür rechtfertigen. Ich sagte zu. Nur am Geldautomaten musste ich vorsichtig sein, denn die regelmäßig vorzulegenden Kontoauszüge verrieten, wann und wo eine Auszahlung erfolgt war. 12.30 Uhr, Bankfiliale Garmisch-Bahnhof, 10 Euro, ginge vielleicht noch als erlaubter Tagesausflug durch. Aber Abhebungen um Mitternacht oder morgens um 7 hätten auf ungenehmigte Auswärtsübernachtung schließen lassen und zu markigen Strafen führen können. Auch durfte ich nicht vergessen, dass amtliche Nachfragen am Wohnsitz ebenso üble Folgen haben können. Die arglose Auskunft ahnungsloser, gutwilliger Nachbarn, die ist verreist, war einer Kollegin zum Verhängnis geworden. Aber mein Gepäck
Das haben wir erst spät abends im Auto verstaut. Klammheimlich, als es schon dunkel war. Sicher ist sicher. Oktober 2010. Stuttgart, Münster, Stuttgart. Gestrandet in Münster. Während ich in Stuttgart für ein Theatergastspiel probte, stand auch eine Autorenlesung in meinem Terminkalender. Dafür musste ich nach Münster reisen. Noch keine Theatergage, also noch Eckregelsatz. Doch leider hatte das Amt mal wieder widerrechtlich zu wenig gezahlt. Und so strandete ich in Münster. Das Geld für die berufsnotwendige Rückfahrt wurde mir, nachdem ich mich am Ende der Lesung vor meinem Publikum als zahlungsunfähig geoutet hatte, freundlicherweise ausgelegt. Von einem netten jungen Paar, das ich bis dahin noch nicht gekannt hatte. November 2011. München Maputo. Hartz-IV-Empfängerin fliegt nach Afrika. Das Teatro Avenida liegt an einer der vierspurigen Straßen der Millionenstadt Maputo, Mosambik, Afrika. Einst geleitet vom schwedischen Schriftsteller Henning Mankell wurde es Schauplatz von dessen Roman »Der Chronist der Winde«. 30 Jahre Teatro Avenida. Das Theater feiert. Eingeladen zum großen Festival Mutumbela Gogo sind nicht nur Gruppen aus ganz Afrika, sondern auch das Stuttgarter Theater Tribüne mit einer multinationalen mehrsprachigen Produktion, in der ich schon im Jahr zuvor mitgespielt hatte in Stuttgart. Das Gastspiel in Maputo wird aus vielen verschiedenen Töpfen subventioniert und fällt in eine Phase, in der ich nach einer Bandscheiben-OP endlich mal wieder Aufstockerin bin oder Ergänzerin. Ja, ich kann nicht beschreiben, mit was für einem Ella-Badge-Gefühl ich das Jobcenter von der bevorstehenden beruflichen, also unverbietbaren Reise in Kenntnis setzte, mit welch diebischem Vergnügen, mit welch triumphalem Freiheitsgefühl ich, für die sonst schon die Fahrt mit der S-Bahn unerschwinglich ist, mit der fröhlichen Truppe in den Flieger steige, mit welchem Genuss ich eine schlaflose Flugnacht verbringe, indem ich im Bordkino mit individuellem Programm all die Filme ansehe, die ich in den letzten Jahren mangels Zaster verpasst hatte. Trotz diverser Zeitungsberichte über das grandiose Festival und unser furioses Gastspiel bekommt die Boulevardpresse keinen Wind davon, wer da alles reist in dieser Gauklertruppe. Schade eigentlich. Sonst hätte man doch sicherlich mal wieder Schlagzeilen à la Florida Rolf lesen können. Hartz-IV-Empfängerin fliegt nach Afrika. Steuerzahler zahlen. Damit kein Misstrauen aufkommt, ein kleines PS. Selbstverständlich habe ich die Gage als anrechenbares Einkommen angegeben und durfte davon 100 Euro behalten. Als Arbeitsanreiz. Juni 2012. München, Göttingen. Das Bürgerrecht der Freizügigkeit oder wer sich mit Unfreien einlässt, ist selbst nicht mehr frei. 2012 verliebte ich mich sehr. Bald darauf bekam der Mann eine Spontaneinladung von Freunden aus Göttingen. Prima, da fahren wir morgen hin. Ich nicht. Wieso? Hast du Termine? Nee. Na also, dann fahren wir. Ich nicht. Ja, was spricht denn dagegen? Na, du weißt doch, dass ich bei Hartz IV bin. Na und? Ich kann nicht einfach so verreisen. Ich muss vorher einen Antrag stellen. Ach, Unsinn, das weiß doch niemand. Du hast keine Ahnung. Natürlich fahren wir. Wie soll die das denn mitkriegen? Wenn was passiert. Aber was soll denn passieren? Wenn ich mir den Knöchel verstauche oder sonst irgendwas passiert und ich muss ins Krankenhaus, dann erfahren die das. Ja und? Also mir wäre das sowas von scheißegal. Wäre es nicht. Pah!
kennen, würde ich was erzählen. Das würdest du nicht. Na schön, dann erfahren sie es eben. Und? Wenn die das rauskriegen, dann streichen die mir alles. Und mit einer Vollsanktion ist man auch nicht mehr krankenversichert. Das riskiere ich nicht. Wir blieben daheim. Ich, weil ich dem Reiseverbot unterlag, er aus Solidarität zu mir. Wer mit Leistungsbeziehenden zu tun hat, auf den färbt die Unfreiheit ab. Wer ist mutig genug, das auf sich zu nehmen? Beim nächsten Mal fuhren wir ohne Genehmigung nach einem langen Zwiegespräch, in dem der Mann der immer noch fast unbekannten Schönen zugesagt, sie finanziell aufzufangen, wenn sie beim Regelverstoß gegen die Ortsanwesenheitspflicht erwischt würde. Die Absprache war streng geheim. Denn hätte das Amt davon erfahren, hätte es den Liebhaber als Teil einer nachgewiesenen Einstehensgemeinschaft unterhaltspflichtig machen können. Wer sich mit Unfreien einlässt, ist selbst nicht mehr frei. Welche junge Liebe hält das aus? Unsere hat es ausgehalten, zu dem Happy End mit politischem Fragezeichen komme ich nachher noch. Mai 2013, München, Köln. Hartz-IV-Empfängerin ahlt sich im Whirlpool. Mit Hartz IV kann man unter der Brücke enden. Dass man damit im Whirlpool landet, ist eher unwahrscheinlich. Im Mai 2013 war ich vom WDR Köln in eine Talkshow eingeladen zum Thema Die Tafel. Auch diese Reise, bezahlt vom WDR, fiel in eine Phase, in der ich ergänzendes ALG II erhielt. Eingeladen war ich als Restetischerfahrene und untergebracht wie alle anderen Talkgäste auch, nämlich in einem 4-Sterne-Hotel. Schließlich kann man die Armutsgeprüfte ja schlecht in die Jugendherberge stecken, wenn der eingeladene Staatsvertreter im Designhotel schnarchen darf. So kam es, dass ich während eines Leistungsbezugs im 4-Sterne-Doppelbett träumen und mich im Zimmer integrierten Whirlpool Wasser bewirbeln lassen durfte. Ich hätte gern ein Selfie für meinen Fallmanager gemacht, besaß aber nur ein altes Handy ohne Fotofunktion. Zu schade. Und die Boulevardpresse hat auch wieder eine schlagkräftige Schlagzeile verpennt. Hartz-IV-Empfängerin ahlt sich im Whirlpool. Ja, damit möchte ich euch eigentlich in die Sommerferien entlassen. Ist noch zum Happy End. Weil eigentlich ist es ja so, aus dem Film Asterix erobert Rom ist ein Zitat, das heißt, der Obelix sagt, hier kommen wir nie mehr raus, Asterix. Hier kann uns nicht mal mehr der Zaubertrank helfen. Hier verlieren wir unser letztes bisschen Verstand und werden Cäsars Sklaven. Ich bin wieder daraus gekommen. Die Liebesgeschichte habe ich vorhin erzählt. 2015 haben wir geheiratet. Kennengelernt haben wir uns bei einer Hartz-IV-Veranstaltung, bei der ich mal wieder den Schnabel nicht halten konnte und mein jetziger Mann als Journalist zugegen war. Danach wollte er mich interviewen. Das Interview wurde lang und länger und 2015 haben wir geheiratet. Meine kleine Enkelin, damals 2, hat Blumen gestreut. Und das zu sehen war für mich nach der Geburt meiner Tochter 30 Jahre zuvor der zweite große Triumph der Liebe über eine skrupellose Gesellschaft. Ich müsste mich nicht mehr stark machen gegen Hartz IV. Ich könnte mich auch in den Biergarten begeben und die Beine hochlegen. Ich bekomme Rente.
Ich arbeite wieder, das Buch war ein Erfolg. Ich müsste das alles nicht mehr, aber ich kann dazu nicht schweigen. Das Happy End allerdings ist politisch fragwürdig. Denn bedeutet das, dass eine Frau auch nach 50 Berufsjahren, auch mit hoher Lebensleistung, auch wenn sie ein Kind allein großgezogen hat, immer noch für letzte Sicherheit auf eine Ehe angewiesen ist? Ein bisschen mehr dazu werden wir in der Neuausgabe des Buches erfahren. Allerdings hat sich die Erscheinung der Neuausgabe durch Corona-Geschichten verzögert. Sie kommt wahrscheinlich nach den Sommerferien auf den Markt. Und dann starten wir wieder los mit einigen Kapiteln aus der Neuausgabe. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Urlaub. Einen wunderschönen Urlaub. Einen wunderschönen Urlaub. Urlaub. Und jetzt zu Arm und Reich vor Acht. Heute wird gespart. Die Corona-Maßnahmen treffen vor allem Einkommensschwache und Familien mit Kindern, sagt eine Studie des ifo-Instituts München. Eine Studie, die Erschütterndes zutage fördert. Bei einem Drittel der Familien ist das Geld am Ende des Monats knapper als vor der Krise. 7% der Familien verzichteten aus Geldnot sogar auf Mahlzeiten. 19% erhielten Mahnungen wegen verpasster Zahlungen. 10% konnten die Rechnungen überhaupt nicht bezahlen. Jeweils 5% der Befragten gaben an, dass sie ihre Wohnung gar nicht oder weniger heizten und dass sie Besitztümer verkaufen oder verpfänden mussten. 14% der Familien mussten Geld von Freunden oder Verwandten leihen. In der Summe sind 41% der Befragten von mindestens einer dieser Situationen betroffen, also fast die Hälfte. Besonders betroffen sind Familien unterhalb der Armutsgrenze. Familien mit nur einem berufstätigen Elternteil und Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können. So sind die Geldsorgen bei Einkommen unterhalb der Armutsgrenze für mehr als die Hälfte der Familien spürbar. In dieser Einkommensgruppe bekamen 29% Mahnungen wegen nicht bezahlter Rechnungen, 18% mussten einen teuren Überziehungskredit in Anspruch nehmen, 15% verzichteten auf Mahlzeiten, 15% verzichteten auf Mahlzeiten in Deutschland 2021. 21% mussten Geld von Verwandten oder Freunden leihen, 15% gaben an, sie hätten Sachen verkaufen oder verpfänden müssen und ebenso viele konnten gar nicht oder weniger heizen. Im Schnitt gaben etwa 45% an, sie könnten sich weniger Dinge leisten als vor der Pandemie. Oberhalb der Armutsgrenze waren es 37%, bei den Einkommen unterhalb der Armutsgrenze schon über die Hälfte. Als Armutsgrenze werden hier 60% des mittleren Einkommens eines Haushalts mit der gleichen Personenanzahl definiert. Bei Eltern mit zwei Kindern sind das 2.400 € monatlich. Werner Rügemer, Publizist, Lehrbeauftragter an der Universität Köln und Mitglied von Transparency International, erklärt, die offizielle Arbeitslosenstatistik ist falsch. Ui, wer hätte das gedacht? Im engen rechtlichen Sinne sind es keine Fälschungen, denn wie das Arbeitsunrecht insgesamt sind sie verrechtlicht. Aber sie tragen zur Täuschung der Öffentlichkeit bei und stellen politisch eine bewusste Täuschung dar. So werden unter anderem nicht als arbeitslos gezählt kranke und sanktionierte Arbeitslose, ein Eurojobber, ALG II-Beziehende, wenn sie über 58 Jahre alt sind,
und bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und Eingliederung. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Wirklichkeit etwa 25% höher als offiziell behauptet. Das ist fast ein Drittel. Es kommt hinzu, schon ab einer regelmäßigen und bezahlten Arbeitsstunde pro Woche gilt man nicht als arbeitslos. Das Wissenschaftliche Institut der AOK veröffentlichte eine Analyse, in der man die Arbeitsunfähigkeitsdaten der mehr als 14 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen ausgewertet hat. Die Untersuchung zeigt, dass die Pflegeberufe während der Covid-19-Pandemie im Vergleich zu anderen Berufsgruppen besonders stark betroffen waren, was in der Pandemie noch einmal angestiegen ist. Ein Grund dafür ist der schlechte Pflegeschlüssel in den Krankenhäusern. Während der Krankenstand aller Arbeitstätigen während der Pandemie bei 4,4 bis 7,8% lag, war die Quote der Pflegenden in jedem Monat substanziell höher und bewegte sich zwischen 6,0 und 9,1%. Die höchsten Krankenstände waren jeweils auf der Spitze der ersten und zweiten Pandemiewelle zu verzeichnen. Bleibt gesund, auch geistig, und schönen Urlaub.